Wir sind Anna und Eugen. Ein ganz gewöhnliches Paar aus Norddeutschland, das es irgendwie geschafft hat, seit 2018 um die Welt zu reisen. Wir waren in Asien, in Australien, in Amerika. Und dieses Jahr verschlug es uns auch auf den afrikanischen Kontinent. Dort waren wir unter anderem einen Monat in Namibia unterwegs mit Geländewagen und Dachzelt. Über unsere Route und wie viel uns der Spaß gekostet hat, sprechen wir in diesem Video. Danke fürs Reinschauen und viel Spaß! Hallo Freunde! Ein Roadtrip durch Namibia stand schon lange auf unserer Bucketlist. Und dieses Jahr haben wir uns diesen Traum endlich erfüllt. Heute teilen wir mit euch unsere Reiseroute, sprechen über das Thema Sicherheit und verraten euch, wie viel wir für diese Reise bezahlt haben. Wenn ihr Lust habt auf tiefere Einblicke in unser Abenteuer in diesem einzigartigen Land, dann schaut auf unserem Kanal vorbei. Dort haben wir unseren Roadtrip in 5 Videos ausführlich dokumentiert. Genug gelabert, los geht's! Da wir vorher Südafrika bereist haben, begann unsere Zeit in Namibia mit einer 23-stündigen Busfahrt von Kapstadt nach Windhoek, der Hauptstadt des Landes. Dort angekommen haben wir uns erstmal 2 Nächte von den Strapazen der langen Anreise erholt. Anschließend holten wir unseren Mietwagen ab, den wir bereits im Vorfeld online bei dem Unternehmen Savannah Car Hire gebucht hatten. Das Auto war ein Toyota Hilux, also ein Geländewagen, mit dem wir auch auf Schotterpisten unterwegs sein konnten und auch im Sand fahren konnten, auf bergigem Terrain und so weiter. In den darauffolgenden Wochen bereisten wir darin das Land. Wir schliefen im Dachzelt, kochten in der Natur und legten insgesamt 6000 Kilometer zurück. Von Windhoek ging es zuerst Richtung Süden in die Kalahari-Wüste, von dort weiter zum Fish River Canyon und von dort aus langsam Richtung Küste nach Lüderitz, Swakopmund und zur Spitzkoppe, dem Matterhorn Namibias. Und ja, unsere Reise beendet haben wir im Etosha Nationalpark, der im Norden Namibias liegt, unweit der Grenze zu Angola. Wir haben also quasi einen großen Loop rund ums ganze Land gemacht und ziemlich viele Ecken gesehen. Es gibt natürlich immer mehr zu sehen, aber ich denke mal, wir haben das Beste aus diesen 4 Wochen rausgeholt. Das Unternehmen, wo wir unsere Mietwagen her hatten, hat uns davor gewarnt, Anhalter mitzunehmen und Wertsachen im Auto zu lassen. Sie behaupteten, viele Leute würden Touristen bestehlen oder ausrauben. Wir haben uns diesen Rat zu Herzen genommen, müssen aber im Nachhinein sagen, dass wir die Warnungen als übertrieben empfinden. Statistisch gesehen hat Namibia kein Problem mit Kriminalität. Die Wahrscheinlichkeit, ausgeraubt zu werden, ist in Berlin wohl höher als in Namibia. Natürlich liegt Namibia, was den Lebensstandard angeht, weit hinter Deutschland. Und natürlich kann Armut zur Kriminalität verleiten. Wir haben jedoch äußerst freundliche und hilfsbereite Menschen kennengelernt. Gefährlicher als die Menschen sind unserer Meinung nach die Straßen. Also auch das Autofahren. Namibia ist nach der Mongolei das am dünnsten besiedelte Land der Welt und deshalb sind die meisten Straßen nicht asphaltiert. Man brettert deshalb oft stundenlang über die Pisten, ohne anderen Menschen zu begegnen. Das führt natürlich dazu, dass die Konzentration hin und wieder auch mal nachlassen kann. Außerdem wirbeln die Autos den Sand auf den Pisten auf, sodass die Sichtverhältnisse teilweise sehr beeinträchtigt werden können. Ja, und so kommt es auf jeden Fall immer wieder zu heftigen Verkehrsunfällen und nicht selten sind auch Touristen daran beteiligt. Die Reisebloggerin Jill Eileen zum Beispiel hatte dieses Jahr einen wirklich heftigen und äußerst erschreckenden Autounfall in Namibia. Und ja, den hat sie eigentlich auch nur mit Glück überlebt. Da ist ein älterer Südafrikaner auf der falschen Straßenseite sozusagen gefahren, also hat den Geisterfahrer gemacht. Und Jill und ihr Freund haben ihn aufgrund des Staubes viel zu spät gesehen und konnten dementsprechend nicht mehr rechtzeitig ausweichen und ja, dann kam es zum Crash. Das war auf jeden Fall ein richtig, richtig heftiger Autounfall und hat uns auch mitgenommen, die Bilder von ihr auf Instagram zum Beispiel zu sehen. Vor allem, weil wir auch dieselbe Strecke im Prinzip gefahren sind und das uns halt auch nochmal irgendwie verdeutlicht hat, das hätte uns genauso gut passieren können. Also die waren absolut nicht daran schuld, an diesem Unfall. Anna hat sogar geweint, als sie die Story von Jill zum ersten Mal gesehen hat, als sie dann im Krankenhaus lag. Und ja, wir wünschen ihr an dieser Stelle gute Besserung. Auch wenn sie dieses Video wahrscheinlich niemals sehen wird. Ja, das soll jetzt niemanden davor abschrecken, in Namibia Auto zu fahren. Ich meine, Unfälle passieren, auch in Deutschland und überall sonst auf der Welt. Aber wir halten es trotzdem an dieser Stelle
für sinnvoll, zumindest darauf hinzuweisen, dass dort ein gewisses Risiko besteht. Um die Straßen nicht zu unterschätzen, obwohl es leer aussieht. Ganz genau. Unsere Kosten teilen sich hauptsächlich in drei Blöcke: Mietwagen, Unterkunft, Verpflegung. Gehen wir die erstmal im Einzelnen durch, bevor wir euch die Gesamtkosten am Ende des Videos verraten. Beginnen wir mit dem größten Kostenfaktor und das ist der Mietwagen. Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt ab und zu nach unten schauen muss, aber ich kann mir das nicht alles im Kopf merken. Also, wir hatten das Auto für 28 Tage. Es war mit einem Dachzelt ausgestattet und allen möglichen Camping-Equipment wie Gaskocher, Kühlschrank und so weiter und so fort. Also auch Campingstühle und Tische und auch zwei Schlafsäcke und Kissen. Man kann also sich den Mietwagen holen und direkt in den Campingtrip starten. Wir haben für 28 Tage 2.737,39 € bezahlt, was einen Tagesdurchschnitt von 97,76 € ergibt. Dazu kommen noch die Spritkosten. Wir sind insgesamt 6.000 Kilometer gefahren, hatten einen Toyota Hilux, ein Dieselauto, der 10 Liter auf 100 Kilometer verbraucht hat. Also ja, für die Größe des Autos relativ in Ordnung. Wir haben für diese 6.000 Kilometer und für diesen einen Monat 722,40 € für Sprit ausgegeben. Zu den Kosten kommen dazu Eintritte, Safari und Touren. Die erste Safari, die wir gemacht haben, war in der Kalahari-Wüste. Das war eine geführte Safari, die hat uns zusammen 95 € gekostet. Außerdem waren wir beim Fish River Canyon. Der Eintritt zu dem Canyon hat 23,50 € gekostet. Dann haben wir noch eine Geisterstadt besucht. Der Eintritt dafür war 14,79 €. Zudem waren wir noch bei einer der größten Seelöwenkolonien der Welt und dort haben wir 21,18 € bezahlt. Und zum Schluss kam noch der Etosha Nationalpark für 5 Tage und da haben wir 96,25 € bezahlt. Das heißt 19,25 € pro Tag. Insgesamt war es für die Eintritte, Safari und Touren 250,72 €. Noch mal ganz kurz ergänzend dazu. Den Etosha haben wir als Selbstfahrer bereist. Wir haben also Self-Drive-Safaris gemacht in unserem eigenen Auto, keine geführten Touren. Wenn man diese buchen würde, wäre der Preis für den Etosha Nationalpark dementsprechend höher. Kommen wir zum Kostenpunkt Verpflegung. Wir haben überwiegend selbst gekocht, waren nur 2-mal auswärts essen und haben für 5 Wochen 750 € bezahlt. Also das heißt, wir haben ungefähr 150 € pro Woche für Lebensmittel ausgegeben. Ja, ich denke mal, das ist vollkommen in Ordnung und generell lässt sich sagen, dass die Lebensmittelpreise in Namibia mit denen in Deutschland vergleichbar sind. Ja. Manches ist teurer, manches ist günstiger. Es kommt darauf an, wo man kauft und was man kauft. Jeder Mensch isst unterschiedlich und trinkt unterschiedlich und dementsprechend ist dieser Betrag, den wir bezahlt haben, letztlich nur als grober Richtwert zu verstehen. Und ich denke mal, da ist noch viel Luft nach oben, aber auch nach unten, ja. Je nachdem, was für Ansprüche man hat. Wir haben noch Sonstiges aufgelistet. Das bedeutet, wir haben uns zusätzliche Decken gekauft, Handtücher, Sticker als Mitbringsel und Handykarten, damit man Datenvolumen hat. Dafür haben wir insgesamt 150 € bezahlt. Kommen wir jetzt nun zum großen Block Camping und Unterkünfte. Für 20 Nächte Camping haben wir 567,21 € bezahlt, was einen Durchschnittswert von 28,36 € bedeutet. Camping heißt, wir haben im Auto geschlafen, ab und zu hatten wir Strom und Wasser und auch ein eigenes kleines Häuschen mit privatem Badezimmer. Auf anderen Campingplätzen hatten wir nichts davon. Ja, das war dann einfach nur der Stellplatz, wo wir unser Auto sicher abstellen konnten und dort in unserem Dachzelt pennen konnten. Dann haben wir noch zusätzlich 14 Nächte in Unterkünften geschlafen, also in Hotels, Hostels, Airbnbs. Dafür haben wir insgesamt 473,87 € bezahlt, was einen Durchschnittswert von 33,84 € bedeutet. Generell lässt sich sagen, dass die Unterkünfte in Namibia günstiger sind als in Europa. Und auch vom Standard her hatten wir nie Probleme. Also wir hatten zum Beispiel 5 Nächte in Windhoek, eine wunderschöne Airbnb, für die wir nur 174,26 € für 5 Nächte bezahlt haben. Und ja, die hatte alles, was man brauchte. Eigenes Badezimmer, eigene Küche, war super gelegen, nette Gastfamilie. Ja.
Damit belaufen sich die Gesamtkosten für 34 Tage, 5 Wochen Namibia auf 5.651,59 €. Hättet ihr gedacht, dass es so viel ist oder ist das wenig? Wie schätzt ihr das ein? Schreibt das mal in die Kommentare. Würde uns echt interessieren. Ja, voll. Und ergänzend dazu lässt sich noch sagen, dieser Betrag sind wirklich unsere Gesamtkosten, also für 2 Personen. Ja, vielleicht nochmal ein kleines Resümee. Rückblickend betrachtet hätten wir uns wahrscheinlich für ein anderes Auto entschieden. Wir waren nicht ganz zufrieden mit dem Dachzelt und hätten auch im Endeffekt lieber im Auto geschlafen. Das haben wir dann später auch in den USA so gemacht. Dementsprechend hätten wir uns auch in Namibia lieber ein Four-Wheel Drive gemietet. Aber mit Rücksitzen und wo man halt auch die Rücksitze runterklappen kann und sich eine Matratze reinlegen kann und dann einfach im Auto pennen kann. Ich glaube, das wäre die weise Entscheidung gewesen für uns persönlich. Und was wir noch anders gemacht hätten, wäre wahrscheinlich die Reisedauer, vor allem des Roadtrips. Also diese 28 Tage, 4 Wochen war ein bisschen zu lang, uns zu lang. So schön es auch war, so sehr hat es sich zum Ende hin irgendwie gezogen. Wir waren erschöpft und irgendwie auch nicht mehr so in bester Laune. Ja, waren dann auch irgendwann ausgelaugt und hatten eigentlich nicht mehr so richtig Bock auf den Roadtrip, was wirklich schade ist, weil es halt wirklich eine unvergessliche Zeit ist. Und wir uns das ein bisschen dadurch madig gemacht haben, indem wir einfach zu lange unterwegs waren. Aber wie gesagt, das ist unser Empfinden. Manche Menschen können ein Jahr aus dem Auto rausleben und haben damit keinerlei Probleme. Anderen ist es nach 3 Tagen schon zu viel. Also ich glaube, das ist eine Typsache und eine Geschmackssache. Und ja, für uns wären wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen optimal gewesen. Ja. 4 Wochen waren zu lang. Das war es soweit von uns. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schaut gerne auf unserem noch jungen Kanal vorbei. Unsere Reise ging und geht weiter. Da wird noch viel kommen, unter anderem eine Reihe über unseren Roadtrip durch die USA. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo da. Kritik gerne in die Kommentare. Tschüss und bis bald. Ciao.